Ja, moin, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video aus meiner Schmiede, Haris Schmiede. Ja, ich bin Christian, Spitzname Harry. Ja, als erstes möchte ich mal sagen, ich habe gesehen, ich war mal bei YouTube Analytics drin. 92% meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Also jetzt Abo-Button und Glocke aktivieren, bitte. Ja, ich hatte den Schmiedekurs und da ist der kleine Kollege schon wieder kaputt gegangen. Irgendwie immer beim Schmiedekurs. Dieses Jahr ist für mich nicht so gut gestartet. Mein Auto ist auch ein Thema. Ja. Letztes Mal war nicht so schlimm, da hat er einfach nicht aufgepasst. Und dann ist quasi hier vorne der Arbeitszylinder, der ist dann mit dem Flansch aufgeschlagen, weil das Gesenk rausgefallen ist und dann hat er die Schrauben abgehauen. Ja, diesmal scheint der hintere Arbeitszylinder fest zu sein. Und ja, das werde ich mir jetzt mal angucken. Ich werde den mal auseinanderschrauben. Wie gesagt, also ich hatte ja schon mal in dem Vorstellungsvideo erklärt, dass die nicht original sind. Und dies hier, ja, und das hier ist VA, Edelstahlrohr. Aber das ist auch nicht original, weil original, also das sind die Ansaugrohre, weil ich habe jetzt hier mal aufgemacht geguckt. Weil zum Schmiedekurs hatte ich den Elektriker, weil der beim letzten Schmiedekurs ist der Schalter immer ausgegangen. Da dachte ich, der ist rausgesprungen von der Erschütterung, aber der ist eigentlich gut gefedert. Das hat jetzt sehr gut funktioniert, also wir haben das hier umgelegt, normalerweise steckt da oben drin. Also haben wir auch hier ein neues Kabel ran gemacht. Ja, in dem Zuge habe ich halt vom Plan hier alles abgeschmiert, geölt, den Öler hinten wieder, also den befüllt man halt jedes Mal. Weil jetzt, also original ist ja noch Tropföler dran, jetzt ist da so ein Glas, wo es einfach reinläuft. Aber einen neuen Tropföler habe ich jetzt auch schon. Den Originalfilter, den kriegt man noch und die Kolbenringe, falls die jetzt hin sind, die kriegt man zum Glück auch noch. Ich habe auch im Internet jemanden gefunden, der genau den schon mal restauriert hat mit ganz vielen Bildern und mit ganz viel beigeschrieben. So, und jetzt werde ich den mal so gucken, wie weit ich ihn überhole, was da kaputt ist. Und genau, wie gesagt, also ich bin jetzt auch mit meinen größten Aufträgen durch, also demnächst wird endlich mal wieder mehr geschmiedet hier. Oder dann geht das endlich mal hoffentlich wirklich mal los mit dem Schmieden und jetzt kommen hoffentlich auch wieder öfter Videos. Weil mein Rechner noch kaputt gegangen ist, es ist leider viel Videomaterial auch verloren gegangen. Jo, schauen wir mal. Ja, ich werde das jetzt alles hier mal machen und dann werde ich euch mal mit der Kamera zuholen. Ja, wie gesagt, Motor war ganz gut. Ja, kann man das sehen. Ja, da ist ein Schmiernebel in der Mitte, den habe ich abgeschnitten. Das ist auch alles gut gefettet, das sieht auch alles gut aus. Ja, der hier sieht nicht mehr so schön aus, aber es kam Öl raus, also das Ölfluss ist gut. Ja, wie man hier sehen kann, ist das alles mit so einem Schmadderband abgedichtet, mit Klebeband. Ja, wie gesagt, mal die Lampe irgendwo anhängen hier. Ja, wie gesagt, die sind nicht original, das ist original. So ein Behälter ist auch original, allerdings ist das nicht der originale Behälter. Und original ist halt hinten der Luftfilter, wo er die Luft ansaugt. So. Hier ist das Betätigungsventil hinter. Und da hinten drin, ja, da sind die Ansaugrohre. Die beiden hier. Ja, wie gesagt, ich werde das alles mal entfernen. Und dann werden wir hier mal aufschrauben. Ja, die Riemen sind eigentlich noch gut. Die haben auch noch Spannung. Motor ist auch ganz gut. Und ja, dahinter ist der Zylinder. Der ist auch schön ölig von unten. Also wie gesagt, das sieht alles gut aus. Auch die Stange, die Kolbenstange, die ist noch fest. Also ich musste jetzt oberhalb hier im Kasten, muss der irgendwie fest sein. Weil die Lager, die hatte ich auch gefettet. Ich hatte auch den Deckel ab. Das sah auch gut aus. Aber auch also am Rad kann man auch nicht bewegen. Also da ist auch kein Spiel. Ja, ich fummel das alles mal ab jetzt. Ja, ich habe die jetzt abgetrennt. Was soll der Scheiß? Das ist eh Fusch. Das ist auch Fusch. Ja gut, die waren wenigstens zu, die Ansaugrohre. Das sah nicht so aus von oben. Aber das ist einfach mal für die Tonne. So. Das sieht nämlich alles noch gut aus. Ja, das ist der Originalschlauch, Originalventil, das ist alles richtig. Auch hier ist so ein Überdruckventil. Und da unten
genau, da die Schraube, da, die man da sehen kann, da kann man das einstellen, den Luftzufuhr. Das ist in der Anleitung auch gut beschrieben. So, aber dieses obere Teil, das ist halt nicht original. So, ich löse jetzt die Schraube mal und dann nehmen wir mal das Oberteil ab. Hier den oberen Flansch müsste man eigentlich abnehmen können, um an den Zylinder auch von oben reinschauen zu können. Ja, obere Teil ist ab, die Luftkammer. Das ist, da unten ist eine Feder. Das ist so ein Federventil, dass wenn das nicht betätigt wird hier, das Ventil, also das ist einfach so ein einfaches Drehventil. Wenn du betätigst, geht halt die Luft in den Arbeitszylinder, also in den Bär. Ja, und wenn du nicht betätigst, geht die Luft halt hier raus und zirkuliert halt hier quasi. So, ich werde jetzt mal die Deckelschrauben abschrauben. Ja, und dann mal schauen, wie das da drin aussieht. Wie gesagt, die Dichtung hier, das ist auch keine Originaldichtung. Aber vielleicht hat das alles mal gefehlt und ja, irgendjemand hat sich das zusammengefuscht oder so. Ja, hier ist der Eimer voll diesen ganzen Kleberscheiß. Hier klebt auch noch was dran, muss ich auch mal sauber machen. Ja. Ah, Stunde der Wahrheit. Fange ich gleich an zu weinen, weil es total Schaden ist. Geht dann doch recht leicht. Ich frage mich immer noch, wie der Deckel da hält. Also hier ist eine Feder. Oh, die ist auch ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich, warum es nicht rausgekommen ist vorhin. Es lag nur noch lose drauf, aber die Feder scheint zu schwach gewesen zu sein. Vielleicht ging es auch deswegen nicht mehr, aber zum Glück gibt es die Feder auch noch. Ja, die Feder, der Deckel. Ja, gut, die liegen jetzt unten drin, aber durch das Loch an der Seite komme ich ran. Man sieht, dass man weg sieht. Also von oben ist schon mal alles gut. Keinerlei Riefen. Also warum dreht das nicht? Tja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kolbenringe kaputt sind oder wenn, dann müssen sie in dem unteren Teil liegen. Aber also Pleuelstange ist fest, der Kolben lässt sich drehen. Also ist vielleicht doch nur mit Glück, das wäre ja toll, nur die Lager im Arsch. Also das Äußere sah auf jeden Fall gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, ich versuch's mal. Also wie gesagt, der Kolben von oben sieht gut aus. Also die Kolbenwand sieht auch top aus. Und wie gesagt, der Kolben von unten, was unten rausguckt, sah auch gut aus. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Kolben in Ordnung ist, weil ich zeig euch mal was. Wenn ich den Kolben kann ich nämlich unten, den kann ich ein bisschen drehen, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also er ist auf jeden Fall nicht fest, also gab es auf jeden Fall keinen Kolbenfresser. Also gehe ich davon aus, weil sich das große Schwungrad da drinnen nicht dreht. Also das große, wo die Riemen drauf sind, weil unten die Kolbenstange, die ist auch beweglich. Also werden die Lager gefressen haben. Ja, meine Vermutung, warum die das mal umgebaut haben, ist auf jeden Fall diese Schwabbelfeder. Ich habe das Gefühl, ich habe mir heute im Ersatzkatalog die Feder angeguckt, die war deutlich dicker. Die sah eher aus wie, ich habe das so eigentlich letztens hier gehabt, sowas ähnliches. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, da. Also die sah eher nach sowas aus, nur halt, also richtig fett, nur halt nicht so lang. Und das sieht mir irgendwie aus wie so ein Federstahldraht, einfach der selbst gebogen ist, auch wenn man das hier reinlegt. Mal drauf,
So, das sieht auch irgendwie ein bisschen verloren aus hier, die Feder. Gut, sie muss jetzt nur so einen ollen Ventildeckel hochdrücken. Beziehungsweise diesen. Also dieser Ring hier, der ist lose. Ja, ist egal, den kriege ich jetzt gerade mit beiden Händen nicht raus, aber der ist lose. Und durch den Kreislauf, der drückt sich dann runter und die Luft geht dann wieder nach unten. Also da saugt er sie wieder runter. Die Feder geht nach unten, die Löcher hier oben, so ist das hier drauf. Hier oben ist die Luftkammer, wo er sich auch von außen die Luft reinsaugt. Und dann saugt der Zylinder die Feder runter und da saugt er sich dann die Luft rein. Beim Hochdrücken stießt der, dichtet der Ring hier halt wieder ab. Und die Luft kann umgeleitet werden zum Ventil. Ja, so. Also das ist ein möglicher Fehler, warum sie das so doof umgebaut haben. Ich habe das ja mal rausgeholt, habe ich euch ja gezeigt. Ja, mache ich auf jeden Fall wieder, wie es original war. Ja, das ist jetzt hier das Außenlager, dies da. Wie gesagt, und das sieht gut aus. Auch das vom Employer hier, das sieht auch gut aus. Da ist auf jeden Fall auch fett. Ich habe auch oben reingeguckt, das kann ich jetzt mit der Kamera nur schwierig zeigen beim Kolben. Sieht auch gut aus, werde ich gleich mal abschrauben, vielleicht kriege ich den dann hochgedrückt. Ja, also entweder ist das das innere Lager, aber wie gesagt, keine Ahnung, dafür muss ich das jetzt auseinanderbauen. Auf jeden Fall natürlich scheiß viel Arbeit, ne? Da kann man so nochmal was sehen. Aber wie gesagt, das sieht alles original aus. Hier ist auch dieses Überdruckventil. Kann man jetzt nicht sehen wegen der Dunkelheit. Aber egal, also kann ich alles sauber machen, schön machen und wieder fit machen. Ist natürlich scheiß viel Arbeit. Da unten liegt ein kleines Messingstück. Ja, Kolben ist raus. Es ist auf jeden Fall das innere Lager. Das. Da wo mein Finger jetzt ist, das ist das Kurbellager, das ist lose und schön gefettet, das läuft auch wunderbar. Wenn ich den jetzt starte, denn, also ich habe ihn eben von Hand losgerüttelt. Ja, ich habe ihn eben wie gesagt von Hand losgerüttelt und das knirscht und knackt und das ist auf jeden Fall das innere Lager hier hinter. Und ich muss jetzt den Bolzen halt rausbauen und die Lager tauschen. Ja, hier oben lag so ein kleines Messingstück drinne. Das zeige ich euch gleich mal, muss ich mal rausholen, aber das wird nichts. Also der Kolben hat auf jeden Fall keine Macken, die Kolbenringe sind noch tipptopp. Und also der hat auch richtig Kompression, also ich musste den richtig schwer rausdrücken. Wie gesagt, das war richtig schwierig. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt den Kolbenstange hier mal einmal auseinanderbauen. Also die ist da unten geschweißt, ich weiß nicht, ob das original ist, warte mal, wo ist die Lampe? Lampe, komm her. Ja, kann man das sehen? Ja, da ist er auf jeden Fall geschweißt, aber das sieht laut Zeichnung auch original so aus. Egal, ich werde den mal rausholen. Also es sieht aber ein bisschen schräg angeschweißt aus, aber dadurch, dass das unten am Lager so ein bewegliches Lager ist, ist das kein Problem. Wie gesagt, aber jetzt kann ich das alles mal schön sauber machen, innen und außen. Schön neues Öl, frisches Öl, alle Teile schön reinigen. Wie gesagt, hier ist zum Glück nichts zu sehen. Aber das muss jetzt auseinander. Da kann man nichts sehen. Ja, wie gesagt, hier ist die Zeichnung. Zum Glück habe ich die Zeichnung. Da sind auch die Lagerbezeichnungen. Brauche ich nur gucken, ob ich die bestellt kriege, aber wahrscheinlich. Ja, also diesen Bolzen, der ist auf der Schwungscheibe. Ja, das ist jetzt im Schnitt gezeichnet und die Schraffierungen sind immer anders. Daran kann man erkennen, dass es ein anderes Bauteil ist und der Bolzen, der ist halt nicht im Schnitt gezeichnet. Deswegen hat er nicht diese Schraffierung, aber der muss sich die Mutter lösen und dann kann der nach da raus. Dafür muss ich allerdings das Teil auch abbauen, aber das reinige ich dann auch alles, weil hier ist ja diese Fettleitung. Da presse ich einmal durch, dass ich das alte Fett rauskriege, aber ich hatte ja nachgepresst und da unten ist frisches, also scheint die Leitung noch durchgängig zu sein. Ist ja alles ganz ein bisschen Spiel hat er, aber ich glaube, das ist
macht der nicht viel Hügel, der macht ja nur 200 in einer Minute, das ist ja nicht so viel. Ist ja kein Automotor. Ja, also dieses kleine Teil hier. Lag unten drin, das sieht aus wie eine Spitze von auch irgendwas zum Schmieren oder von einer Fettpresse oder irgendwas. Also auf jeden Fall ein kleines Messingteil. Lag aber unterm Kolben, also klar hätte es da auch Schaden anrichten können, aber da unten noch so eine Rille drin ist, wo der Kolben nicht hinkommt, da lag es drin. Deswegen hat es wahrscheinlich keinen Schaden angerichtet. Das war aber wahrscheinlich schon bei der Montage reingefallen, keine Ahnung. Ja, das ist ein Rückwärtshammer, hier ist vorne ein Gewinde dran, das kann man, wollte ich jetzt quasi in den Bolzen reinschrauben. Und mit dem Gewicht, das Gewicht kann man dann nach vorne schieben und hinten gegenhämmern und dann zieht das den Bolzen raus, was natürlich gar nicht geht. Also ja, hier ist nirgendwo eine Verbindung, aber das ist, muss eine übelste Presspassung sein, weil da ist ja das Schwungrad drauf und dann muss ich das natürlich drehen. Also das kriege ich jetzt gar nicht demontiert, das ist wahrscheinlich bei der Erstmontage, wurde das wahrscheinlich abgekühlt, das erwärmt, das Schwungrad, und dann wurde das Saugenschmatzen rein, dass das jetzt eine krasse Presspassung ist. Ja, mein Problem ist, also wie gesagt, das innere Lager war tatsächlich Schrott. Ich habe die jetzt hier raus. Also ich habe quasi hier den großen Lagerbock da. Das sind noch die, also das sind schöne Kegelrollenlager, wie gesagt, das äußere. Das ist eigentlich noch in Ordnung, aber ich werde die auf jeden Fall beide tauschen. Ja. Komm ich hier rein. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt... Also man kriegt das jetzt gar nicht raus. Also ich werde jetzt hier versuchen mit dem Brenner. Da seht ihr ja das Lager, wie beschädigt das ist. Da fehlen Rollen, die sind eben runtergefallen. Dieser Käfig von den Rollen ist halt übelst kaputt. Und der innere Ring da ist, glaube ich, auch ein bisschen eingelaufen. Ich werde das jetzt mit dem Brenner abmachen. Ja, und dann werde ich später das neue Lager auf eine Herdplatte erwärmen, raufschieben und dann wieder montieren. Mit dem Lager werde ich das dann, mit dem neuen Lager werde ich das auch machen, erwärmen, raufschieben. Ja, und dann kommt die Buchse da wieder, ne? Ja, also ich weiß jetzt, was kaputt ist und ja, ich werde jetzt erstmal die Teile neu bestellen. Wie gesagt, die Feder für oben bei dem Deckel und den Kasten werde ich neu machen. Ohne diese zwei Luftzulässe. Dann kommt wieder, wie es war, original hinten mit dem Luftfilter. Das Schöne ist, es gibt die ganzen Teile noch. Ja, aufräumen. Ja, wie gesagt, war jetzt heute nicht so viel zu sehen. Ja, ich werde jetzt nochmal, ich habe jetzt den inneren, also wie gesagt, die Schwungscheibe ist halt extrem groß und schwer. Die habe ich da jetzt nicht rausgekriegt. Der innere Bolzen, beziehungsweise der innere Lagerring, den musste ich jetzt leider mit dem Brenner auseinander machen. Ja, der Käfig war auf jeden Fall beschädigt und es hat ja ordentlich geraddert, also da muss irgendwas im Argen gewesen sein. Man konnte es leider nicht sehen, bis ich es halt auseinander hatte. Aber da fielen die Lagerrollen schon raus. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal eine Liste machen, was ich neu bestelle. Also ich glaube, die Ringe werde ich auch neu, die Riemen werde ich auch neu bestellen zur Sicherheit und neue drauf machen und die dann als Ersatzriemen behalten. Ja, ich werde das jetzt alles wieder abdecken. Ja, ein bisschen das Chaos hier aufräumen. War doch schwieriger als gedacht, obwohl da nicht viel bei ist. Ja, gut ist, dass ich die Liste habe, wo alles auch draufsteht mit auch die Kronmuttern, die werde ich neu machen. Die eine ist auch ein bisschen zerdellt. Da steht halt alles drauf im 24x1,5. Und wie gesagt, ich werde die im Originalzustand versetzen, weil es bei Angele Schmiedeshop, da gibt es alle Teile noch. Also gut, Kolbenringe brauche ich ja zum Glück nicht, weil die waren recht teuer. Aber diese Feder und die Feder und die Lager weiß ich jetzt gar nicht, aber den Filter und so weiter, dass der wieder die richtige originale Luftansaugung hat, weil da war jetzt kein Filter vor, wo er jetzt die Luft angesaugt hat. Das ist auch ziemlich versottet, also ich werde das alles einmal schön sauber, alle Teile einmal schön sauber machen, reinigen. Ja, und dann alles, was geölt ist, neu ölen und die Lager schön neu fetten, die neuen auch.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Vielleicht mache ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich den Zusammenbau auch filmen soll. Gut, ich habe jetzt gar nicht so viel gefilmt. Habe ja immer zwischendurch nur ein bisschen was gezeigt. Also wie ich, gut, war jetzt auch nicht so viel zu sehen. Muttern und Schrauben lösen ist ja nur auch kein großes Hexenwerk. Ja, wie gesagt, also ich habe diese Woche noch ein bisschen Kleinkram. Nee, aber das, wenn ihr das hier seht, dann ist das alles schon durch. Und dann, gut, ich kann ja auch ganz viel von Hand schmieden. Also es geht wieder los jetzt. Wie gesagt, mein Rechner, ich habe einen neuen Rechner. Ich habe jetzt Speicherkarten, externe Festplatten, dass auch nichts mehr verloren geht. Ich werde das jetzt nicht mehr auf dem Rechner speichern. Genau. Gut. Ja, abonnieren nicht vergessen, wieder einschalten. Und genau, alle, die noch nicht abonniert haben, abonnieren. Ne? Gut, bis dann.